Ja, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Boost Simulator 18. Und ich dachte, ich hätte. Wobei, dachte ich das? Ich dachte es eigentlich nicht, glaube ich. Opel Zentrum haben wir hier. Wie machen wir das am besten? Wir haben hier Siegwalden und da Siegwalden. Und hier Siegwalden, Lido. Machen wir mal alles ab dort weg. Wir kommen von dort, fahren dann. Was macht denn am meisten Sinn? Siegwalden Lido. Oder Siegwalden. Ach, Moment, wir müssen ja hier lang, verdammt. Dann würde ich was sagen. Verhalten, dahin, dahin und dann dahin. So, was mein Dreh? Oakstraße. Die Frage ist, gehört die Oakstraße zum Oakville-Zentrum? Also Oakville. Ich würde ja fast sagen, ja, oder? Wir speichern mal die 11 und beginnen die Fahrt. Ob das so wirklich funktioniert hat, sehen wir allerdings auch nicht jetzt, sondern erst beim nächsten Mal. Also das wird ja jetzt gleich hier befahren werden. Und sprich, wenn wir diese Strecke fahren, wo diese Strecke im Business Park vorbereiten, werden wir sehen, ob das funktioniert hat danach. Deswegen nicht genug, nicht genug gequatscht, genau, lange genug gequatscht. Ich hätte gerne den Urban Way. Zufällig. Rundfahrt. Fahrt starten. Und bevor ich es vergesse. Das ist ja auch jeder wieder. Ach Gott, oh Gott. Das wird ein Spaß. Einstellungen. Schon ein bisschen nervig, dass man das jedes Mal aufs Neue machen muss. Und zack. Rein da. Türen zu. Fast auch nervig finde, dass sie immer hier reinlaufen. Also das finde ich auch irgendwie komisch. Wobei, brauchen wir Licht? Wobei mich interessieren würde, ob die sich auch beschweren. Das. Dann wollen wir mal ab zur Hafenverwaltung. Warum müssen wir denn dort da lang fahren? Okay, wir müssen da lang fahren, weil wir lang fahren müssen. Das ist mal nun mal Fakt. Okay. Habe ich so mit. Wir auch nicht. Oh Gott. Nee, hier scheinen nur einfach viele Leute. Was schon wieder ein Retarder drin, oder nicht? Ich würde schwören, ich habe wieder einen Retarder drin.
Ah, das ist der Tempomat. Was ist das Tempo? Nee, das ist der Retarder. Wo waren denn mit anderen Retarder? So, Gottes Willen. Ist das hier wieder verwirrend kompliziert? Wie gut, dass wir noch nicht, wer ist das? Ich weiß nicht mal mehr, was ich sagen wollte. Okay. Slash ignore. Was wollte ich denn sagen? Ich hab keinen blassen Schimmer. Ich habe mich gerade von der reellen Sonne ablenken lassen. Wollte, ob ich auf Schlaglöcher rauf wollte oder auf irgendwas, ich habe keine Ahnung. Egal. Wird schon nicht so wichtig gewesen sein. Nächster Halt, Hafen. Verwaltung. Und dann halt ohne das. Kommen wir keine Punkte dafür. Eine Fahrkarte. Eine Fahrkarte. So, Tagstandard drucken. Danke. Sehr schön. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Aber sicher doch. Danke. Bitte. Dann gucken wir mal. Augenblick. Hier. Hier. Wo hab ich denn? Ach, hier. Na klar. Hier, bitte. Danke. So, ich muss mal kurz... das war nicht hier, das war bei Details. Hallo? Okay, keine Rückmeldung. Abbot. Hallo, Details. Da. Wo haben wir's? Da wird ausgeführt. Zack. Ändern. Putz. Den wollen wir mal. Nächster Halt. Hafen. Pier 3. Ich hoffe, ich kann unterwegs ein bisschen schlafen. So, jetzt nur noch die Schlaglöcher nicht treffen. Soll, glaube ich, echt nicht so mit der Devise rangehen, so nach dem Motto, ich will unbedingt die 5 Sterne haben. Dann wird das garantiert nichts. So, dann wird es garantiert eine Folge, wo... bei Versagen etwas rentiger wird. Ne? Genau pünktlich. Genau pünktlich. Sogar überpünktlich. Sie blockieren die Wiedersehen. Wollt ihr eine Fahrkarte haben? Aber sicher doch. Eine Woche spielen. Okay. Danke. Ich brauche eine Fahrkarte. Eine Fahrkarte, einfach laut hier. Danke. Oder eine Fahrkarte. Eine Fahrkarte. Eine Fahrkarte, bitte. Und noch eine Tagesfahrkarte.
Nächster Halt, Hafen, Pier 1. Bin ich mal gespannt, wie wir das schaffen von der Wirklichkeit her. Wir fahren durch Kackgebiete. Wie den Hafen. Industrie fahren wir, glaube ich, nicht durch. Der will links abbiegen, ja. Oh Gott, das merkt es gar nicht. Ist aber auch bedrohlich dort stehen geblieben. Nächster Halt, Hafen, Pier 1. Das nenne ich guten Service. Boah, Timing zumindest mal gut, ne? Eine Fahrkarte bitte. Eine einzelne Standardfahrkarte. Danke. Bitte. Das war schon. Jetzt kann nicht so lang spielen sollen. Alle drin. Und weiter geht's zu dem Kessel-Lagerheim. Ich kann meinen Schlüssel nicht finden. Nächster Halt, Wrestle-Lagerhall. Ach, ja gut. Das mit der Pünktlichkeit, das können wir auch mittlerweile wieder vergessen. Eigentlich kann man das von vornherein hier vergessen. Mensch, hier sind noch Leute, die arbeiten wollen. Die wollen noch ankommen. Also, sowohl, ich weiß nicht, ob ich mit sowohl dem der Busfahrer nicht noch als auch wäre. Vermutlich die Leute, die sich jetzt schon mittlerweile wieder beschweren. Aber die, oh Gott, die paar Sekunden, die wir hier verlieren, die kommen wir auch wieder reinholen. Also, wir fahren ja noch ein Stückchen. Noch lange Strecken. Ich wollte gerade fragen, will niemand rein? Weil, ne, schon ein Stückchen hin, aber gut, wir sind noch. Wir stehen auch noch ein Stückchen im Stau. Oh, wunderbar, es geht voran. Und einfach geradeaus. Ich weiß schon gar nicht mehr, was für eine Strecke, also wie ich die Strecke jetzt gemacht habe. Schon wieder so lange her. Vorfahrt, Oh Gott. Drei Minuten haben wir noch. Ich glaube, das war das erste Mal, dass ich eine Strecke oder dass ich eine Strecke falsch gemacht habe. Irgendwann ist immer das erste Mal. So, jetzt wieder aufpassen auf die Schlaglöcher. Oh Gott! Was zum Geier ist das für ein Geräusch? Wird das noch irgendwer? Das ist der Bus vor uns. Schon wieder an der Stelle den Unfall. Scheinbar gibt es solche Zufallsevents, die an vorher festgelegten Orten noch passieren können.
Kollege, ich will weiter. Ich bin der Chef, lass mich durch. Warum leckt denn das? Warum leckt denn der eigene Bus? Das ist doch hier. Komisch. Ist auch nichts Online-mäßiges, dass es da Grund gibt zum Lecken. Okay. Das sieht ja auch fast aus, als ob das einfach nur. Als ob eine Lok gerade andere Loks gezogen hat. Na klar. Ich hätte ja nie gedacht, dass Hans sowas tun würde. Hervorragend, pünktlich sind wir. Wir sind pünktlich, wir sind aber nicht pünktlich, aber überpünktlich, dass wir jetzt vielleicht gucken können, ob wer hier. Dicke nicht gezogen hat. Huch, dem können wir noch gerade ausweichen. Das nenne ich die perfekte Parkposition. Und perfektes Timing. Eine Tagesfahrkarte kommt sofort. Danke. Eine Fahrkarte bitte. Eine Wochenfahrkarte für einen Studenten. Hey, danke. Bitte. Eine Fahrkarte bitte. Eine Fahrkarte. Oh, eigentlich ist es gerade der perfekte Ort, darüber zu reden. Fällt mir gerade auf. Oh, es ist mir jetzt auch eingefallen. Man trifft sich erst, dass es ein Bussimulator ist. Entschuldigung, würden Sie noch mal die Tür öffnen? Ist das bei euch auch so, dass es häufiger mal, also vom bestehenden Busnetz, dass bei uns ist das irgendwie häufig passiert, also in den letzten 3 Jahren oder so, in den letzten 2-3 Jahren ist es häufiger passiert, dass Linien eine komplett andere Nummer bekommen haben, also komplett umgewürfelt und jetzt mittlerweile so ein paar Monate oder Jahre später dann andere Linien, die glücklicherweise die Zahlenreihe behalten haben, also die Linien immer behalten haben, sind auch wieder neue bekommen haben. Und gefühlt mittlerweile noch weniger fahren als ohnehin schon. Also so wie ich es verstanden habe. Jetzt habe ich mich damit auch nicht beschäftigt, weil ich mit dem ÖPV gar nicht fahre. Wenn es mich demnach nicht betrifft. Oh. Ich bin mit den eigenen Füßen bis hier gelandet. Ach schon, wir fahren jetzt am alten Sägewerk, fahren wir jetzt vorbei. Oh Gott, könnte man den Berg hier hoch. Könnte ja auch daran liegen, dass wir gar nicht viel Gas gegeben haben. Warum auch immer. Ja, okay, jetzt schaffen wir es zur Oakstraße. Nicht überpünktlich, aber immer noch pünktlich. Vorher hätten wir es wahrscheinlich so geschafft, so um Punkt.
gerade nicht blinken. Ach, leck mich. Jetzt habe ich... Genau deswegen wollte ich nicht... Lichtschuppe machen, damit ich keinen Schlag, damit ich den Schlag nicht übersehe. Verdammte Angestellten. Das ist nicht mal Uhrzeit. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Aber sicher doch. Danke. Bitte. Na gut, es war ein Schlagloch. Nächster Halt, Oakville, Zentrum. Krass. Was ist denn mir richtig zu spät? Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Ich hätte gestern nicht so lange spielen sollen. Aber sicher doch. Woche Standardprodukten. Danke. Bitte. Eine Fahrkarte bitte. Eine Fahrkarte. Ich finde gut, dass man, wenn man nur irgendwie 2 Euro, also wenn man 12 Euro zurückgeben muss. Danke. Dass man die ganze Zeit, oh Gott, die, man die ganze Zeit die Dingstaste spammen kann, die 2-Euro-Taste. Und dass man halt trotzdem nicht zu viel rausgibt. Also prinzipiell hätte ich jetzt wahrscheinlich 2 oder 4 Euro zu viel rausgegeben, aber das wurde nicht berechnet. Was sehr nice ist. Du kommst zur Party heute. Sehr gedankt, oder? Ja, klar. Oh, das ist die blöde Straße da. Ja, wir sind zu spät. Tschüss. Eine Fahrkarte, bitte. Eine Waffen. Ups, Fahrkarte. Danke. Eine Fahrkarte, bitte. Eine Tagesfahrkarte für Senior. Danke. Bitte. Und jetzt haben wir Safe-Verspätung, weil wir nicht rauskommen. Wait a second. Was? Wieso soll man jetzt... Wir sind jetzt ja hier. Wir sollen hier lang fahren und dann wieder hier hin. Ah ja, macht Sinn. Also macht mehr Sinn, wenn man hier halten würde und dann da lang, aber... Weil wir fahren hier hin, dorthin... Dorthin... Dann dorthin und dann wieder zurück, okay. Um es kurz zu machen, wir werden das aber auch so spät machen, dass es schon gar nicht mehr spät ist, sondern dass die Leute lieber mit der Bahn fahren, die nicht existiert. Also die existiert ja schon, aber natürlich ja. Da bekommt man ja richtig Bock, über den Bürgersteig zu fahren bei dem Scheiß hier, ne? Bei den verstopften Straßen. Da hab ich ja so viel Zeit, mir noch was zu trinken einzuschenken. Da kann ich mir gleich was Neues machen. Verspätung von mindestens 5 Minuten. Hast du Lust, ins Kino zu gehen? In welchen Film? Ich habe an den neuen Superheldenfilm gedacht, der gerade angelaufen ist. Oakville, Zentrum. Oh Gott, das ist...
Oh Gott, bleib. Das ist eigentlich überall schlimm. Überall an jedem. An jedem. Boah, an jedem von solchen Orten. Das ist halt echt schlimm. Ich glaube, ich habe gerade ein UFO gesehen. Gott noch mal. Ich überlege, mir einen Hund anzuschaffen. Echt? Wie kommt's? Also, ich glaube, das wäre total schön. Aber ich weiß natürlich die ganze Arbeit. Da hat er jetzt stärker gebremst, als ich dachte. Oder vor allem früher gebremst. Naja. Wir würden die Touring, also wir würden nochmal neu anfahren, von daher ist es ja eigentlich nur in Anführungszeichen eine Fahrt, um schon mal zuerst Geld einzunehmen. So was, um so abzuschließen. Moment, wo ist meine Tasche? Und hast du eine dabei gehabt? Wobei ich weiß gar nicht, ob diese Schaden, wenn man irgendwie einen Unfall baut, auch wenn das ja gerade kein wirklicher Unfall war, der 1000 Dollar, 1000 Euro wert war. Oder 1400 oder was auch immer das war. Ah, fuck off. Sieht man aber auch so schlecht in diesem verdammten Dings. Schatten. Sowieso nicht, dann kommen wir direkt weiter. Ab zur Oakstraße. Nächster Halt, Oakstraße. Ich den Schatten, das ist echt so schwer zu erkennen. Diese Schlaglöcher. Genauso wie im Regen. Noch sind wir rechtzeitig da. Noch steht, noch haben wir auch hier keinen. Und nicht so viel Verkehr, aber das hatte ich gesehen, wenn wir trotzdem eine Minute zu spät sein. Interessant, dass der Rechtsabbieger nicht geblinkt hat, aber der Linksabbieger. Dass man die auch nicht rausbeschleunigen kann aus den Walden, aus dieser Richtung. Schön hier. Was? Warum sind wir denn jetzt so überpünktlich? Aber wir sind zu spät. Never mind. Huch.
Minus war für mich gerade positiv. Ne? Das ist einfach nur unfassbar zu spät. Und ich glaube, das räumt auch nicht mehr auf. Nächster Halt, Augstraße. Ausgewichen. Dafür ist einfach, viel zu spät dran. Nächster Halt, Augstraße. Ja, wie oft denn noch? So. Ich will niemand raus. Nächster Halt, Siegwalden. Ja, noch Siegwalden. 50er Zone fährt da ungefähr 30, okay. Oh, du sitzt auf der Parkbank, das ist auch geil. Weiß nicht, ob ich das schon mal gesehen habe. Och nö. Hier müssen wir mal aussteigen. Schwarzfahrer werden wir immer noch mitgenommen haben, aber ist mir. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ehrlich gesagt, ein wenig egal. Moment, wo ist mein Hut hin? Bestimmt vom Winde verweht. Oh Gott, KI ist. Ja Mensch, fahr weiter! Oh nein, mein Akku ist schon wieder leer! Okay, komm, wir gönnen uns die 5 Minuten oder 10 Minuten, mal gucken, wie es am Ende wird. Manchmal fühlt es sich an, als wäre das gesamte Universum eine Simulation. Man kann halt einfach mittlerweile echt nicht mehr mit der feinen, also man muss eigentlich mit der nicht feinen englischen Art fahren, ansonsten kann man. Ja, ansonsten kann man gleich hier sagen, gut, dann fahren wir immer mit 50 Minuten Verspätung, immer permanent. Egal, ich kann das Event Wochenende kaum erwarten. Weil, wenn hier jetzt noch ein Event wäre, ne, das wäre ja katastrophal. Also, wem gehört das? Wenn wir bei einer halben Stunde auch. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Na klar. Hey, ja. Der Hut. Gib mir den Hut, Idiot. Was ist das? Das ist dein Hut? Danke! Ja. Tag, Standard, drucken. Ich habe auch das Gefühl, dass wir je mehr Bushaltestellen wir hochleveln, je höher wir sie hochleveln, desto. Schlimmer wird das Ganze, desto mehr Zeit verlieren wir im Endeffekt. Ich brauche eine Fahrkarte. Aber das kann natürlich auch täuschen. Ich meine, jetzt haben wir mit 5 Minuten Verspätung oder fast 6 Minuten fahren wir los. Nächster Halt, Wrestle Lagerhalt. Wir fahren los und sind schon zu spät. Also das ist. Du solltest dir echt mal die Aussicht am Hafen ansehen. Danke fürs Vorlassen.
bin in der nächsten Ampelphase. Oder auch nicht. Was wir ihn noch bekommen haben. Okidoki. Mal gucken, ob wir noch Zeit rausholen können. Ich glaube, wir sind ja mit 4 Minuten oder so sind bei der letzten angehalten. Bloß keine Schlaglöcher erwischen. Wir haben sowieso schon genügend Minuspunkte gesammelt. Muss man sich aber auch echt konzentrieren. Hast du gestern das Konzert im alten Sägewerk? Aber jetzt geht's halt eigentlich, weil es einfach nur Schatten, Schatten, Schatten ist und halt nicht irgendwie Sonne von Sonne auf Schatten ist. Sonne auf Schatten ist halt wieder Sonne, wieder Sonne ist da. Wenn man da einen Schlag eher weniger sieht, wenn man halt noch so im Blendrausch ist, sag ich mal. Quasi verblendet, ich werde von der Sonne, oder noch verblendet von der Sonne, wenn man so will. Gute Frage, ich habe auch eben auch schon wieder im Bus was gesehen. Aber das ist die Gesellschaft von heute. Scheinbar nicht, ist scheinbar Pier oder Pier 1 oder Pier 3 oder Hafenverwaltung, weil die nächste, da wäre keiner raus. Oh nein, zu früh! Oh, diese Kacke! Na gut, das war's dann erstmal komplett. Was stimmt denn hier so? Das sind aber echt so viele Straßen. Kann man auch mal leicht zu früh abbiegen. Das Gute ist, wir hatten sowieso keine grüne Zeit so gesehen. Wären wir jetzt eine Zeit gut machen gewesen, dann wäre es ja noch schon, wäre es wieder was anderes, aber so Minuspunkt für zu spät hätten wir sowieso schon bekommen, von daher. I don't give a damn. Noch nein! Mein Akku ist schon wieder leer. Powerbank. Wir wollen nur welche Parken einsteigen. In Perfektion. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Danke. Ah, schon, okay. Hafenpier. 5,5 Minuten Verspätung, fahren wir los. Pier 1. Pier 1 kommt wohl noch erst. Tatsächlich zuerst.
Irgendwie gedacht, wir würden jetzt erst zu Pier 3 kommen. Aber gut, dann war es andersrum. Bitte eine Fahrkarte haben? Aber sicher doch. Danke. Wird schön. Ich brauche eine Fahrkarte. Eine Fahrkarte. Ab zu Pier 3, 5 Minuten 50. Nächster Halt, Hafen, Pier 3. Das hier ist sowieso so eng bemessen von daher. Hier muss ich raus und keinen Druck drauf. Nächster Halt, Hafen, Pier 3. Huch. Parken in Perfektion. Hätte ich jetzt nicht gedacht, aber gut. Ich brauche eine Fahrkarte. Eine Fahrkarte. Danke. Da wir sowieso zu spät sind und das eigentlich... Oh, Augen! Hier ist die Fahrkarte. Irrelevant hier. Ist. Eine Karte haben wir gerade eben gesehen. Na klar, hier, mit Blei. Noch einmal. Na klar, hier. Wo hab ich denn? Was? Ach so, hier. Wo hab ich denn? Hat natürlich jetzt gerade keiner. Nächster Halt, Hafen. Verwaltung, Endstation. Bitte alle aussteigen. Also keiner, kein Ticket, also, ja. Gott. Ist schon eine lange Strecke, muss man schon sagen, ne? Sie haben da eins vergessen. Ja und? Nicht das erste, von daher irrelevant. Kann man schon mal noch eins mehr mitnehmen. Moment, wo ist mein Hut hin? Hafen, Verwaltung, Endstation. Bitte alle aussteigen. Ich schaff's nie im Leben zu meinem Termin. Tja, war nicht meine Schuld. Dann schließe ich mal die Tour ab. Aber so haben wir zumindest höchstwahrscheinlich jetzt mal die richtige Strecke, also die Route so angepasst, so gelegt, dass sie auch den Anforderungen entspricht. Was Haltestellen und so betrifft. Ach, hätte von der Seite kommen sollen. Das ist jetzt wieder so bescheiden. Wobei es geht. Beim Spawn ist es bescheiden. Allein durch die Passanten.
Eieieiei. Mal gucken, was es für eine schöne Tour war. Holy moly, war das laggy. Oh, drei schöne Beifälle. Neues Level, neues Decal. Drei neue Decals und zwei neue Farben. Hervorragend. Das sind Level 16. 25.000 haben wir bekommen. Schon auf 11 sind die, das ist krass. Wir haben sogar ein klein wenig mehr eingenommen als letzte Woche. Das sollte es aber auch gewesen sein, was das betrifft. Sprich, wir sollten theoretisch gesehen... Ja, perfekt. Das und das ist abgeschlossen. Sogar jetzt schon. Dann kümmern wir uns nächste Woche und ja, nächste Woche um dieses Thema. Um diese Strecke und ja. Alle Bosse-Lettschelle benötigen Level 3. Ah, da müssen. Okay, wir müssen. Das ist nichts hervorgehoben, das ist auch nichts hervorgehoben. Das heißt, wir müssen hier. Noch nicht Level 3, sondern Level 2. Das heißt, wir müssen hier wahrscheinlich nochmal ein Türchen fahren. Und die sind alle nur 2. Das heißt, alle anderen sind Level-Dings. Das heißt, wir werden wahrscheinlich nochmal so eine kleine Route machen für die anderen. Quasi so Route 14, 15, 13, 14. Route 15 ist dann unsere Bushaltestellen-Tour so gesehen. Ja, genug gequatscht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss.